Alle wunderschön gemacht auf Gomez, Hitzesberg, aber es ist die Nachspielzeit. Meine Herren, Deutschland liegt hinten, jetzt ist das Spiel beinahe zu Ende, was soll man denn machen? Manche werden sagen, jetzt sind nur noch den. Wir bitten dich für dieses Spiel, lass der Tore kommen viel, schenke du den tödlichen Pass, Vater, so macht Fußball Spaß. Wir bitten dich um deinen Teamgeist, der unser Team zusammenschweißt, Herr, gemeinsam bitten wir. Lass es volle Kanne. Ja.
0 für Fortuna Düsseldorf. Ich glaube, sein vierter Treffer war das jetzt.
Fortuna Düsseldorf. Und dann tatsächlich einige Neuzugänge, wirklich auch Neuzugänge von Fortuna Düsseldorf. Christopher Rehor wird dabei sein, Lukas Schmitz und vorhin von Sascha Rösler auch erwähnt, der hat gesagt, wenn ich mir da zusammengespielt bin, ja, er ist auch da. Heißt also, wir werden jetzt auf eine etwas andere Düsseldorfer Mannschaft einstellen können müssen. Für TSV Langerhof muss ich drauf einstellen. Aber es fehlt noch der Torwart. Kommt er, ja, aber ich glaube nicht einsatzbereit. Er hat übernommen, es sah auch danach aus. Es war wirklich gut. Also, ich sag jetzt mal, du hast du damit gerechnet, mit diesem Ansturm auf dein Tor? Der Einzige, der irgendwie ja. Aber es war wirklich sehr, sehr, sehr groß. Also 8-0 steht es jetzt und ich glaube, wenn ich nicht im Tor gewesen wäre, hätte es auch 12-13-0 stehen können. Deswegen Gratulation. Du bist Lehrer, also das ist so gut fördernd, was du hier den Verein angeht oder war auch Sport? Ja, auch. Also wir haben im nächsten Jahr den werde ich den Trainerjob übernehmen. Aber es sieht sehr gut aus. Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die Unterhaltung. Was ist denn überhaupt? Hat ein Muskelzufall? Nee, ich glaube, es ist ein bisschen gerissen. Nee. Oh, das wollten wir natürlich hier nicht machen. Also, das ist natürlich doof. Ja, dann alles Gute dir. Dankeschön. Was sagen Sie dazu? Haben die sich schon eingewöhnt? Kann man da schon was sagen nach 2-3 Tagen? Nein, das kann man nicht sagen. Man merkt, sie fühlen sich wohl, sie sind mit Feuereifer dabei und sie brennen da drauf und das kann man schon sehen. Und
und Langeoog an sich? Also wie sind die ersten Tage? Ich weiß, es ist eine ganz kuriose Ankunft ist es hier gewesen, auf Fahrrädern, hat mir Sascha Rösler vorhin auch schon gesagt. Für Sie auch kurios gewesen oder wussten Sie, was auf Sie zukommt? Nein, ich bin ja nicht zum ersten Mal auf der Nordseeinsel. Ich weiß ja schon, was auf uns zukam, aber schlussendlich könnte es ein paar Grad wärmer sein, der Wind vielleicht etwas nachlassen, dann wäre es noch schöner, aber vielleicht, wir haben ja noch ein paar Tage hier. Dankeschön. Vielen Dank, alles Gute für die Saison. Tschüss. Bitte. Guck mal, da fährt jetzt gerade ein Zug hier, Mann. Ja. Gomez, Hitzesberg, aber es ist die Nachspielzeit. Meine Herren, Deutschland liegt hinten, jetzt ist das Spiel beinahe zu Ende, was soll man denn machen? Manche werden sagen, jetzt sind nur noch den. Wir bitten dich für dieses Spiel, lass der Tore kommen viel, schenke du den tödlichen Pass, Vater, so macht Fußball Spaß. Wir bitten dich um deinen Teamgeist, der unser Team zusammen. Herr, gemeinsam bitten wir. Lass es volle Kanne.